Guten Tag. Sie wollen mit mir schimpfen? Ja, richtig. Mich stört hier, dass die Übergänge, dass da keiner mit Kinderwagen hoch kann, dass da keine Rampe ist. Ne? Die Leute müssen immer alles hochtragen. Ne? Da kann ja auch einer mal stolpern und dann liegt da die Nase. Ist ja auch berechtigt. Was man sich alles so anhören muss. Raphael Wadecki kennt das schon. Als Bürgermeister von Boltenhagen muss er nicht nur die 2500 Einwohner des Ostseebads zufriedenstellen, sondern auch die bis zu 30.000 Menschen, die im Sommer jeden Tag hierher kommen. Wenn Sie nächstes Jahr kommen, wiederkommen, was ich sehr hoffe. Wir kommen. Sehr gut, dann werden Sie da in einem durchmarschieren können. Ja, das ist ja prima. Ja, machen Sie es gut. Tschüss, Jan. Danke. Das Ostseebad Boltenhagen. 2 Jahre ist es jetzt her, dass Wadecki aus Detmold in Nordrhein-Westfalen hierher gezogen ist. Von Anfang an engagiert er sich politisch, gründet den Ortsverein der Grünen, lässt sich zur Bürgermeisterwahl aufstellen und gewinnt überraschend in einer Gemeinde, wo seit 10 Jahren die CDU den Amtsinhaber stellt. Auch wenn es hier idyllisch aussieht, politisch herrscht ein raues Pflaster. Wadecki wurden nach der Wahl die Autoreifen zerstochen. 2-mal ein Autoreifen. Und einmal von einem Fahrrad auf einem Reifen die Speichen durchgeschnitten. Was man natürlich erst während der Fahrt merkt, ne, wenn es wackelig wird. Und das ist natürlich seitdem ja, ein Einschnitt gewesen, aber kam auch nicht wieder. Ich habe einmal dann in der Sitzung gesagt, Reifenstecher müssen umarmt werden. Und da hatte der oder die dann wahrscheinlich Angst vor. Kein leichter Start für den damals 28-Jährigen. Doch sein grüner Ortsverband wächst von anfangs 5 auf mittlerweile 24 Mitglieder. Den aktuellen Wahlkampf bestreitet Wadecki natürlich stilecht mit seinem grünen Lastenrad. In Mecklenburg-Vorpommern stehen am 26. September gleich 2 Wahlen an, Bundestags- und Landtagswahl. Während auf Bundesebene die Grünen von der Kanzlerinnenschaft träumen, hoffen sie im Land darauf, überhaupt wieder im Parlament vertreten zu sein. Nach letzten Umfragen liegen sie bei rund 7%. 2016 scheiterten die Grünen an der 5%-Hürde. Genau wie die Kollegen von der FDP. Genau, ich gehe auch mal kurz Hallo sagen. Hallo. Guten Tag. Raphael Wadecki, Bürgermeister. Moin. Hallo. Und sofort geht es auch in Boltenhagen um die große Bundespolitik. Also wir sind ja aktuell, glaube ich, recht gefragt, was das angeht, was nachher Regieren angeht. Weil ich glaube, da kommt es nachher drauf an, wo wir mitmachen. Das Problem ist ja, glaube ich, nur dabei, dass wir ja eher nicht für Steuererhöhungen sind und das bei den Grünen dann ein bisschen anders aussieht. Und wir wollen den Leuten ja nicht noch mehr abverlangen, als eh schon von den Leuten abverlangt wird. Die FDP sagt ja auch, ihr wollt den Mittelstand stärken. Ich sag mal so, ordentliche Familien und alle, die von ihrer Arbeit leben wollen, die sind unter dem grünen Steuerprogramm gar nicht so schlecht angesiedelt. Aber unterm Strich erkennt man doch jetzt, dass wir zumindest für Koalitionsverhandlungen eine Grundlage hätten. In Boltenhagen zumindest sehen sich beide Parteien also reif für die Regierung. Hallo, darf ich ein paar Samttütchen mitgeben? Zurück am eigenen Wahlstand wird aber schnell deutlich, womit Wadecki und die Grünen noch zu kämpfen haben. Herr Bürgermeister, ne? Ja. Den kenne ich noch. Ich kenne den Bürgermeister, sagen Sie. Und, aber vom Feinsten. Und seine Lebensgefährtin auch. Ne? Was ist, ja, das stimmt. Was ist Ihre Meinung über den Bürgermeister? Nein, erstmal halte ich mich zurück. Ja, sagen Sie es doch ruhig. Ich muss ihn noch weiter testen. Sagen Sie es doch ruhig. Nein, also irgendwo. Was müssen Sie? Wir müssen ihn noch testen. Ja, der ist doch schon 2 Jahre hier. Reicht das noch nicht? Ja, nee, reicht noch nicht. Müsste ein bisschen mehr sein. Und wie ist Ihr Eindruck? Sehr gut, positiv. Erstmal positiv. Und warum sind Sie da noch so skeptisch? Ja, man kann nicht immer 100% sein. Man muss das mal abwarten. Um auch solche Zweifel erreichen zu können, gibt er einmal die Woche eine Bürgersprechstunde. Früher gab es die nur einmal im Monat. Nicht das Einzige, was er verändert hat. Ein großes Beispiel ist das Ansehen und der Bau dieser unserer Promenade. Jeder hat vielleicht verstanden, dass es gut für den Ort ist, aber man war sehr skeptisch über die großen Kosten, die auf uns zukommen. Und was Herr Wadecki wundervoll gemacht hat, ist uns einfach die Angst zu nehmen vor diesem Neuen. Und das ist eben vielleicht auch, weil er von außerhalb kommt, weil er jung ist, weil er was Neues bringen will. Und für uns hat sich das definitiv gelohnt. Nächster Termin für den hauptberuflichen Bestattungsunternehmer. Guten Tag. Wir wollen einmal zum Seniorenbeirat. Kaffeetafel mit den Senioren der Gemeinde, die wichtigste Wählergruppe hier. Denn die Hälfte der Boltenhagener ist über 60 Jahre alt. Schön. Hallo, Herr Wadecki. Guten Tag, Frau Rudener. Bei denen punktet Wadecki mit seiner Arbeit und der direkten Art. Und bei einigen hat sich dadurch der Blick auf die Grünen schon verändert. Ich habe zwar noch nie Grün gewählt, kann sich ja vielleicht mal ändern, man weiß es nicht.